Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Das ist die letzte Analyse für nun Dienstag, den 28.12.2021. Ja, und unser DAX, der ist hier eiskalt unterwegs und vor allen Dingen auch extrem ruhig halt. Ne? Der zieht einfach seine Bahn weiter. Wir haben gestern ein bisschen drüber gesprochen, wenn er unter 57 arbeitet, dass ich mir die 670, 660 sehr genau angucken würde wollen. Und wenn er dort eben aufdreht, dass das dann durchaus auch eben eine Longchance sein könnte. Und wenn der dann über 57 rausgeht, er dann halt auch tatsächlich bis in die 8,90 rein kann, bis in die 9,25 rein kann. Wir hatten ihn hier schon mal so einen kleinen Channel nahegelegt. Moment, ich mach's mal mit Magnet, dass wir es nochmal genau abschätzen können, wo er da genau liegt. Und da ist er jetzt halt wirklich auch genau dran, ne? Das sehen wir jetzt. Sollte der jetzt zum Dienstag jetzt mal als Beispiel früh relativ zügig an die 9,25 dran schlagen, 9,25, 9,40, das ist jetzt die Widerstandszone hier, und sich wirklich unter die 900 zurückwerfen und hier auch eine rote Kerze reinbauen, dann kann es durchaus sein, dass er dann schon fertig hat. Ne? Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und so, also das sollte man auch im Hinterkopf behalten, trotz dass jetzt hier, ich sag mal, Jahresübergangs Handelstage sind. Ja. Grundsätzlich bleibe ich aber dabei, das, was wir gestern gesagt haben und auch intensiv im Tageschart eben betont haben, können wir auch nochmal rüberwechseln, weil theoretisch können wir es jetzt hier abschließen. Ne? Also von oben kommend wird jetzt die 87, 57 wieder Unterstützung. Ne? Wenn er sich von oben wieder nach unten dreht, wird das wieder Unterstützung. Jetzt ist das Wichtigste die 9,25, 9,40 oben halt. Ne? Also da kann er durchaus sich jetzt auch gut wieder nach unten eindrehen zum Dienstag und einen kleinen Turnaround hinbauen, das geht schon. Geht aber oben drüber hinaus, dann geht das auch weiter halt, ne? 16.060, 16.100, Stück für Stück, eine nach der anderen dann eben rausgeholt. So, also, damit machen wir den zu, ne? Bereich ist dann, denke ich, klar, dann kriegt man einen Rücklauf von 9,25, hat er Platz bis 87, 57, dem sollte man dann auch einräumen. Wir gucken uns ganz genau an, wie kommt der in den 9,25, 9,40, drückt der da rote Kerze nach unten weg, auch unter die 900 dann wieder runter, dann sind das durchaus gute Anzeichen, dass er da ein bisschen tiefer will und dann kann er auch tiefer zurück. Das muss dann nicht nur 87, 57 sein, da ist durchaus auch mehr da drin. Er muss bloß anfangen, muss gut anfangen, hier wegzutreiben, umso deutlicher das macht, umso besser ist das. Und das wird aber schwierig jetzt halt. Ne? Also es ist ruhiger Handel, es sind, finde ich, viele Marktteilnehmer überhaupt am Parkett. Also da muss es sich schon tolle Mühe geben, da überhaupt was zu machen. Und wir gucken jetzt auch gleich im Tageschart nochmal drauf, was passiert denn, wenn nicht. Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, wenn er sich dann nämlich wieder oben einfach aus dem Band rausdrückt, wenn er das Band wieder nach oben aufschiebt, dass er dann eben auch direkt Potenzial kriegt. Also ihr seht das hier, der braucht ja zwei Tageskerzen, dann steht er am Allzeithoch. Und da bleibe ich auch dabei. Wenn der sich hier jetzt durch den Bereich 9,25 16.060 einfach durchschiebt, dann macht er einen Jahreswechsel auf Allzeithoch. Dann drückt er uns zum Jahresauftakt hier ein neues Allzeithoch noch rein. Das wird da so zumindest ganz stimmig dann aussehen und auch gut reinpassen. Okay, also das Risiko ein bisschen im Hinterkopf. Signale wären jetzt schön, Signale sehen wir momentan gar nicht. Das ist unheimlich ruhig, das ist unheimlich stabil. Wenn ihr den auch zum Dienstag so seht, dann macht euch nicht zu viel Hoffnung, dass er umkippt. Dann kippt er wahrscheinlich auch nicht um. Dann zieht er einfach weiter nach oben durch, holt sich die nächsten Punkte, schiebt sich noch in das Gap bei 16,60 rein. Ja, und das ist dann das hier. Ja, hier ist auch noch, das seht ihr hier so ganz klein, das ist noch ein offenes Gap. Und eben hier die 9,25, das hat er jetzt direkt vor den Augen. Und die Zone wird für mich entscheidend einfach. Ne? Das haben wir aber gestern schon gesagt, da brauchen wir jetzt nicht so tief drauf eingehen. Und dann hopp oder top, entweder zurück an die 200-Tage-Linie dann aus dem Bereich, ja, erstmal hier ein bisschen zur Seite wieder einfinden, oder geht halt auf neue Allzeithochs und rennt hier wieder in die Linie rein. Und dann sind wir irgendwo im Bereich um 16.600, 16.580, das wäre Zielbereich, wenn er durchlädt, also wenn er komplett durchlädt, ne, dann geht er aber auch gerade durch halt, ne, 16.500, 16.600, das wäre dann die nächste Zielzone. Sehe ich noch nicht ganz. No, weil für mich ist der Bereich um 9,25, 16.060 sehr wichtig. Und wie gesagt, nehmt euch auch, also ich nehme die als Richtungsweise. Ich weiß nicht, gestern haben wir welche unter das Video drunter kommentiert. Wenn ich long sage, dann gehen sie da jetzt short. Das
kann ich nicht richtig greifen, weil ich sage eigentlich gar nicht, dass es lang geht halt, ne? Also das müsst ihr wirklich ein bisschen für euch verinnerlichen. Ich habe keinen Vorteil davon, wenn er steigt. Ich habe auch keinen Vorteil davon, wenn er fällt halt, ne? Also mir macht klar, mir macht die eine Richtung mehr Spaß als die andere. Aber die Analyse versuche ich schon so aufzubauen, dass wir jeden Tag darauf vorbereitet sind. Was passiert unten? Was passiert unten? Ich sehe keinen Mehrwert darin, euch zu sagen, der Markt wird zu 100% garantiert das eine machen und nichts anderes kann eintreten. Und dann sitzt ihr da, der Markt macht genau das andere und schon in der ersten Minute, schon durch das Gap, ist die komplette Analyse für den Arsch. Weiß ich nicht, das finde ich unnütz. Ne? Und deswegen gucken wir uns auf beiden Seiten an. Wir haben gestern gesagt, mir ist oben die 8,90 wichtig. Wir haben gestern gesagt, mir ist unten die 6,70 wichtig. Die 6,70 war das Tagestief. Die 8,90 ist das Tageshoch. Also es wurden letztendlich auch beide Seiten wieder bedient halt, ne? Ohne dass da eine klare Präferenz drin ist. Natürlich, oberhalb von 15.700 haben wir aus dem Muster raus eine Auflösung nach oben. Aber deswegen kann trotzdem jeden Tag alles passieren. Immer. Und das muss man sich auch wirklich bewusst machen und im Hinterkopf behalten, ne? Und ich versuche die Analyse schon weitestgehend immer so aufzubauen, aber ich merke halt, dass oft doch nicht so richtig verstanden wird halt. Ne? Also immer mal wieder einfach dann, man merkt es dann der Reaktion der Leute halt, ne? Die dann auch so manchmal so ein schamhaftes oder schelmisches, wie sagt man das, die dann so, hey, du hast ja falsch gelegen und so. Wo ich mir dann sage, na gut, also meine Grundannahme ist ja, dass ich gar nicht richtig liegen kann, weil der Markt macht eh, was er will. Ich kann nur probieren, einfach so ein bestimmte Sachen mir anzugucken, bestimmte, was macht er denn gerne? Das wäre jetzt so typisch, ne? Wo könnte man vielleicht genau hingucken? Wo ist eine Marke, die gut reagieren kann? Wo kann man sich ein paar Punkte rausholen? So gehe ich jeden Tag ran. Mir geht es nicht darum, dass der Morgen steigt oder fällt und dass es dann genauso sein muss, wie ich das haben will, ne? Aber diese Punkte einfach. Diese Reaktionspunkte, ne? Wo kann ich einfach Bewegung, wo kann ich mir ein paar Punkte holen? Wie zum Beispiel an der 670, wie zum Beispiel an der 890, wenn sie denn nach unten jetzt antriggert, beziehungsweise die 925 ist ja eine eher gestrecktere Zone hier. Ja, 925, 890. Wenn die jetzt nach unten rote Stundenkerzen wirft, dann ist das eben auch der Trigger dann in die andere Richtung. Und sowas, da habe ich so ein bisschen meinen Fokus. Wer sich da mit mir dann duellieren möchte, ob der Markt heute gestiegen oder gefallen ist, ich weiß nicht, ob der dann den Blick auf dem, also ob der dann auch wirklich gut aufgehoben ist, hier die Analysen zu gucken, weil er hat dann offenbar den Blick nicht auf dem gleichen, wie ich ihn setze. Und das ist dann schade, weil dann fällt es euch nicht leicht, solche Sachen einfach zu nutzen, die wir besprechen halt, ne? Und einfach so eine 670 anzuspielen, und die wir dann da oben auftritt, mitzunehmen halt, ne? Das fällt einem dann schwerer, wenn man eher der Meinung ist, der Markt muss immer garantiert hoch oder runter oder wie auch immer. Okay? Punkt, Ende aus. Ich denke, es ist der Mehrheit so und so klar, deswegen guckst du es auch immer wieder. Wollte es aber nochmal betont haben, weil es mich doch etwas verwundert hat. Also, wir machen jetzt hier zu. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Dienstag und ja, spannende Zone. Also, ich hoffe, es ist ein bisschen mehr, einfach ein bisschen mehr Volatilität ein bisschen drin ist und mir zu ruhig jetzt gerade. Damit das auch nach unten zünden kann, dann muss es schon ein bisschen ruppiger werden, ein bisschen unruhiger werden. Sonst tragen sie ihn einfach gerade nach oben durch halt, ne? Das ist dann so. Wenn der so ruhig läuft, die gucken mal, die ganzen letzten Tage, das ist immer wieder das gleiche Bewegungsverhalten gewesen, die gleiche Bewegungssemantik. Also, der hat wirklich, der Tag hat sich jeden Tag gleich angefühlt und der ist dann auch im Ergebnis gleich gelaufen. Und auch wenn er den Steigerungswinkel sieht, die sind so ähnlich die ganzen Tage jetzt immer wieder. Und wenn der das nicht ändert, wenn dieses Bewegungsverhalten, diese Ruhe, dieses kleinteilige zur Seite geschiebe, dann wieder weiter hochlaufe, sich nicht ändert, dann macht er damit auch erstmal noch weiter. Das ist ganz wichtig. Um umzudrehen, muss er ganz klar das Bewegungsverhalten ändern, unruhiger werden, ruppiger auf den roten Kerzen werden, Druck reinbringen und sich eben lösen von diesem, ich gehe zur Seite und dann drücke ich wieder nach oben in die nächsten Hochs rein halt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Gut, also ich mache hier aus, wünsche euch was und bis morgen. Tschüss.